Oh, damit herzlich willkommen zurück zu deinem Licht. Eigentlich, hallo. Eigentlich. Egal wie oft ich es mir ansehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ein internes Dokument der Global Relief Effort weist darauf hin, dass der GRE in eine weitreichende kriminelle Verschwörung verwickelt ist. Es war nicht die Absicht des GRE, ein Heilmittel für den Haran-Virus zu finden. Stattdessen wollten sie ihn waffenfähig machen, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Weltweit. Nein, nein, vorwärts zum wichtigen Teil. Ich war der Letzte in der Quarantänezone. Ich kann's nicht fassen, dass ich noch lebe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wir trauern um die Opfer, aber wie schon der Präsident in seiner Rede heute sagte, Leben ist für die Lebenden. Wir müssen nach vorne schauen. Die Suche des Militärs nach Überlebenden in Haran wurde abgebrochen. Die Stadt ist vollständig in der Hand der Infizierten. Laut Oberst Taylor werden die Dekontaminierungsmaßnahmen jegliche Infektionsgefahr beseitigen. Das war das Ministerium. Das ist ihre Ausrede, um die Auslöschung einer ganzen Stadt zu rechtfertigen. Crane, warte. Wir haben bereits eine Idee, wie wir eine Botschaft an die Außenwelt senden können. Wir wollen in einem Gebäude Sprengsätze anbringen und Brände in einem Muster entzünden. Zombies können sowas nicht. Michael, einer unserer Kuriere ist zwar schon in diesem Gebäude, kommt aber nicht in die oberen Etagen. Zu viele Beißer. Ich gebe es nur ungern zu, aber niemand von uns ist stark genug, ihm helfen zu können. Wir müssen jetzt sofort etwas tun, oder wir alle werden den Bomben des Ministeriums zum Opfer fallen. Sag Michael Bescheid, dass ich ihm helfen werde. Kannst du versuchen, Jay zu kontaktieren und sie zu einem Treffen überreden? Ich verspreche es dir. Naja, mit Sprengsätzen haben wir so negative Erinnerungen. Aber ich glaube mal, die Hauptquest ist heute unsere Aufgabe. Hallo, lass mich doch den Tricks, ja, den da benutzen. Dankeschön. Ui. Okay, du gehst irgendwo rechts hin, alles klar. Ja, klar. Nee, es ist nicht klar. Ist mir egal, ob da jemand in der Patsche sitzt. Mir egal. Was ist mir egal? Nicht egal, wenn jemand direkt in der Nähe ist. Mach diesen Bastard fertig! Okay, mach dich fertig. Hallo, der hat mich nicht mitbekommen. Geh. Oh, da, okay. Ich wollte gerade sagen, geh sterben, aber in genau diesem Augenblick fällt der Kopf ab. So. Was hast du getan? Warte mal, was? Warte, was? Wir hatten Ding auf dem Rücken. Ja, ich seh's. Oh mein Gott, was ist Nein. das für einer? Ich wollte nicht so weit nach vorne springen, du musst mir helfen. Du musst mir. Dankeschön. Hoch hier. Da. Wollte ich gerade machen. Alter. Ich hau hier einfach ab, ist mir egal. Ich hab's nur gesehen. Ich wollte eigentlich nur einmal nur raufschießen, alles. Psst, hier drüben? Ah, hast du schwarze Ware? Mittelalter. Okay, cool. Nehme ich mit. Ich nehme alles mit, was du hast. Alles, was du mir bieten kannst. Kumpane. So. Irgendwas zu verkaufen? Nein. Tja, was ist ein Händler? Ja, bei dem war ich gerade. So. Hast du mir sagen können, dass er ein Händler ist? Hab ich schon gesagt. Glaube ich. Nein, 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 nein! Ich dachte, ich habe meinen Wurfhaken noch. Ah, Kacke. Ah, es wurde ein Fehler begangen. Okay, es wurde ein Fehler begangen. Ich komme zu dir. Okay. Aber bitte achte darauf, dass dein Wurfhaken aktiv ist, wenn du zu mir willst. Wir sind ja nicht in Cooldown-Phase. Oh, ich habe gleich ein Waffenlevel ab. Dankeschön. Achso, du bist schon tot. Ja, die sind. Meistens sind schon voll tot. Oh, ich renn einfach weiter. Ja, ich bräuchte, hätte vielleicht Leben. Was ist hier? Waren wir hier nicht schon mal? Nö, nicht in dem Loch. Stimmt. Da lang.
Feuer und Wasser. Ich kann den Text nicht mehr. Auch wenn ich ihn sehr oft angehört habe. Heil mich mal bitte vorher, dankeschön. Alles klar. Heil mich mal vorher nun. Erst nach der gegangen, endlich geheilt. Ja, ich war zu weit vorne. Na egal. So, jetzt kannst du mich aber heilen. Ja. Ups. Du schießt, läufst geradeaus, flupp ab ins Wasser. Ja. Das war schön. Mann, ich. What the fuck? Okay. Sprintest du, während du schwimmst? Nö. No. Oh. Ich bin aber auch nicht kleiner dadurch. Hallo? Ich wollte hier dran vorbei, dankeschön. Oh, Batterien und Klebeband. Weißt du, was ich damit mache? Achso, wow. Ich dachte schon. Geranimo! Geht sterben. Einfach alle. Neue Kraftstufe, ja. Schön, das ist das, was ich erwartet habe. Spar dir deine Munition lieber. Für das Hochhaus. Also für das, ja. Für das, was wir machen sollen. Weil sonst wäre das echt unvorteilhaft. Ach was? Ich habe 3 verschiedene Waffen in meinem Inventar. Okay, Kraftstufe. Crown Pound. Erhöht die Reichweite der Wucht des Crown Pound. Crown Pound ist aber nur für zweihändige Waffe. Nee, ist nur für, auch, geht auch für einhändige anscheinend. Okay. Also, ich heile dich mal. Na, danke. Bitteschön. Du sahst mir so hilfsbedürftig aus, deswegen. Hallo. Ich schaffe es. Ah, oh, ganz knapp. Scheiße! Tut das weh! Aua. Ah. Sprühdose, okay. Mann, ich dachte, du wärst ein Beißer. Nee, nee. Musst du dich auch so anschleichen? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Herzinfarkt ist ja voll schlimm. So. Wir öffnen erstmal die Kiste. Für die meisten, ja. Herzinfarkt, oder? Ey, es ist. Pff. Ich wollte dich nicht erschrecken. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Ach, verknallt, ha? Huh? Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben in einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Cool. Troy hätte mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ich habe versucht, den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum 9. Stock. Überlass das mir. Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist... Du musst zuerst in den 10. Stock. Und wir sind hier irgendwo ganz weit unten. Ja. Na, wie kommen wir da jetzt zurück? Achso, Sprengstoff. Jetzt mal. So. Und so. Hallo. Ab nach oben. Ah, jetzt weiß ich, was das wieder für ein Haus ist. Mist. Lecker. Hey. Okay. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal nach 10 Stockwerke nach oben. Das sind 9 weitere. Ja. Hallo, mach doch mal auf, dankeschön. Aber glücklicherweise gibt es ja Fahrstühle, ne? Oh nein. Was denn? So, nur ein Fahrstuhl. Achso, okay, wenn das so ist. So. Sehr irritierend, wenn auf einmal Kevin die Fahrstuhl selbst keine Tür hat, beziehungsweise keine Türen. Check. Lecker. Was zur? Verdammt. Scheint der Schacht ist blockiert. Ach. Kommst du nah drauf?
Scheiße. Verdammt. Was ist los? Alles okay? Ja, ja, noch. Noch. Hallo, ich will mal was sehen. Ich erinnere mich wieder jetzt. Ach. Darf den ganzen Scheiß auch selber manuell machen, ne? Na komm. Ich bin. Gott, ich bin da. Das war sehr irritierend. Hallo? Ja. Wow. Hat's ja gebracht, das mit Brettern zu nageln. Was ist gerade passiert? Da war einfach nur Bretter vorm Fenster. Das war alles. So. Michael, ich bin im 10. Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Hallo? Geht, bitte sterben. Ich weiß nicht ganz genau, ob das hier war, aber das war eins der creepigsten Stellen. Okay, wie bist du ins 10. Stockwerk? Ah, okay, ich weiß, wie du da hochgekommen bist. Ja. Schön, dass du es auch weißt. Wenn da so ein riesengroßes Loch in der Decke ist. Ich hab das Loch echt nicht gesehen. Ja, weil man guckt nicht nach oben, das ist das Problem. Man guckt so Boden und Mitte. Ja. Aber man guckt nicht nach oben. Geh sterben. Dankeschön. Tief, der Zombie hat noch rumgeschlagen, obwohl der keinen Kopf mehr hatte. So, dann gehen wir mal hier rein und du machst das andere. Was machen die immer? Hä? Naja, das machen die immer. Nee, nicht immer. So. Ah, da ist die Küche. Was zum Glück, dass noch Gas geht, ne? Okay, ja. Fertig mit der ersten Wohnung. Gute Arbeit. Weiter zur nächsten. Siehst du, er hat gut gesagt zu mir. Hab ich gut gemacht. Ja, ja. Ja, ich weiß, was du getan hast. Looten sowieso. Das ist. Sollte man echt machen. Kriegt man einige Materialien. So, dann gehe ich nochmal in deine Wohnung. Loot ich dort auch noch. Ja, ich habe gerade diese ganze Wand getreten und auf einmal kommt da so Geräusche. Ich denke mir so, okay, ich schritt weiter. Es kommen weiter Geräusche und danach schaue ich nach links. Oh, die kommen von dir. Nee, da war ein Zombie, aber egal. Ja, wo sollen wir die anbringen? Ja, hier. Hat er doch gesagt, auf dem Gasherd. Alles klar. Fertig mit der zweiten. Mann, du hast das besser drauf als ich. Als nächstes... Oh, scheiße. Was ist los? Michael! Ich hab Besuch bekommen. Haut ab, ihr Mistkerle! Michael, raus da! Bring dich in Sicherheit! Nein, ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier, bis das erledigt ist. Tja, Michael. Oder? Ja, mal gucken. Ich hab Michael Meyer. Michael Meyers? Ja. Kann mal bitte sterben? Alter, geht doch. Oh, das war knapp. Ja, das war echt knapp. So. Kannst raufschießen. Sehr schön. Okay. Ja. Hallo? Was überlebt er denn noch? Kann er jetzt bitte... Alter. Manchmal brauchen die echt ewig zu sterben. Schon wieder. Also man merkt echt, dass die jetzt mittlerweile ein bisschen gebufft sind. Ja, ein bisschen halten die jetzt langsam mal aus. Ja, ein bisschen. Oder wollen wir mal Seite? Ah, hi. Zwei Boomer. Ich seh den anderen doch auch. Der ist mit explodiert, okay. Gib den Tipp. Decke. Ja, ich weiß, aber ich wollte doch die Sachen aufheben, die hier drum liegen. Ach so. Okay. Ist ja gut, nicht, dass du es schon wieder besiehst. Da ist die ganze Zeit ein Zombie, der die ganze Zeit versucht, die Tür aufzumachen. Okay. Naja. Aber ich krieg es nicht hin. Hast du gewusst, dass in der einige bei von einigen Küchen diese Knöpfe nicht vorne am Herd sind, sondern da hinten am Herd? Ja. Ich meine, das ist. What the fuck? Ja, klar.
Du musst über eine heiße, wenn du zum Ausschalten, über eine heiße Platte fassen, also rüber fassen, um es auszumachen. Ich meine, okay, bei Elektro ist das nicht so schlimm, aber bei Gas oder so, what the fuck? Weint da ein Kind? Wie, du quälst es mit der Waffe. Mist, was ist das? Ich beruhig dich, Kind, mal. Und das ist die Vermutung, weswegen ich glaube, dass das Spiel in Deutschland indiziert wurde. Aber das ist, müsste da eigentlich der einzige Grund sein. Also, einzige Grund, den ich verstehe. Weil das ist echt krass, wenn so ein Kind da, ne? Von jetzt ganz halt diese drohliche Musik. Okay, alles erledigt. Und diese Kinder kommen jetzt öfters. Ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, später. Gott im Himmel? Es gibt keinen Gott im Himmel. Red nicht so einen Blödsinn, Michael. Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort. Lass den Sprengzünder. Michael! Michael! Shit. Ja, komm, auf, wir haben schon alles gemacht. Wo kommst du denn jetzt her? Geh sterben, dankeschön. So, jetzt müssen wir wieder runter. Ah, ich schaffe es! Da ist ein Zombie runtergeflogen. Ja. Achso, stimmt, man hätte einfach den Kabeln sich entlang gleiten lassen können. Ui. Ah, das kann man auch. Ich bin da runtergesprungen gerade. So. Ja, dann fahren wir mal wieder runter. Oh oh. Mist. Liegt am Boden, so ganz schlimm, ganz normal. Mist. Ja. Hi. Ich hab den nur gerammt. Alter, okay. Wird's nicht anders. Aua. Wie hätte er mich noch getroffen? Das ist exakt sehr, sehr gute Frage. Dankeschön. Stell nur gute Fragen, das weißt du doch. Ja. So. Deswegen beantworte ich sie dir nicht. Ach so. Wenn ich hier zu exakt bin. Was auch immer du da hinten tust. Unten. Da war ein Boomer. Ich bin genau in den Boomer reingerannt. Aber der ist glücklicherweise nicht instant explodiert, sondern hat so ein bisschen, mir ein bisschen Freiraum gelassen. Achso, da! Und dann ist hier war da noch einer. Ich Michael? Hoffe, du bist okay, Mann. So, dann mal raus hier, würde ich sagen. Lalalala. Okay, ich glaube, ich sehe den Ausgang. Das ist ja nur dezent angedeutet. Hallo, lass mich. Mein Charakter sagt sich so, nö, ich spring da nicht aus dem Wasser raus. Alles klar. Der ist schon tot. Das sah grad weird aus, seine Waffe lag dann doch einfach noch so. Ach, da drüben. Hallo? Dankeschön. Ich wollte schon sagen, geht mein Greifhaken nicht mehr. Hi. Hallo, hoch hier. Dankeschön. So. Und Gebäude verlassen. Altstadt wieder. Sehr schön. Aber wir waren bei den Slums am Anfang, ne? Wir waren was? Bei den Slums.
Ganz am Anfang. Ja, jetzt sind wir in der Altstadt. Das erste war Slums. Das ist nur Zufall. Wir sehen es, Crane. Gute Arbeit. Hoffentlich reicht das. Konntest du Jade erreichen? Crane! Jade, bist du das? Crane, ich habe gehört, was du getan hast. Ich kann es sehen. Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? Diese dreckigen Bastarde! Das war so klar. Ja. Sie müssen das Ministerium davon abhalten, Haran zu bombardieren. Ich weiß, aber ich habe mein Spezialfunkgerät verloren. Hey, Savi hat einen Weg gefunden, das Störsignal zu durchbrechen. Aber er braucht dazu eure Hilfe. Geht klar. Jade, hast du gehört? Wir sollten uns treffen. Okay. Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragdkanal und sehen dann weiter. Und Crane, pass gut auf. Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums. Das war mir klar. Und du bist hier lang gelaufen. Aber gut, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit Dying Light. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.